hier auf meinem Kanal. Ich bin heute so happy. Ich habe heute für euch den 30% Beauty Bay Sale. Und zwar, es gab da jetzt einen sogenannten Heatwave Sale. Der ging ungefähr, ich glaube, 2, 3, 4 oder 4 Tage. Und ich habe mir so geile Items besorgt. Die waren jetzt auf meiner Wunschliste schon eine ganze Ecke. Aber irgendwie war ich dann noch so ein bisschen hin und her gerissen. Auch dieser Lip Topper, den ich euch zeigen muss. Ich muss mal ganz nah rankommen. Seht ihr, wie krass der scheint. Das ist ein Jouer Lip Topper von der Jeffree Star Kollaboration und ich muss euch gleich zeigen, wie er aussieht. Also nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich für einen derart krassen, glitzerigen Gloss irgendwas übrig habe. Aber Leute, ich habe eine neue Obsession gefunden. Also ich muss glaube sagen, also das wird definitiv nicht mein einziger Jouer Gloss oder in der Richtung sein, weil die Verpackung war krass. Ich zeige euch gleich alles. Und ich habe auch bei Cosmetic for Less einige Sachen einkauft, beziehungsweise 3. Und zwar auch diesen Highlighter, Leute. Absolute Produktempfehlung. Und wenn ihr wissen wollt, was ich eingekauft habe in dem Beauty Bay Sale. Und yes, Leute, ich kaufe wahnsinnig gerne Make-up ein. Und ich glaube, das wird sich auch in diesem Leben nicht ändern. Ich gehe wahnsinnig viel arbeiten und gönne mir das einfach von Herzen, dass ich mir einfach jetzt hier und da mal neue Items kaufe. Und bin einfach so, so froh, dass ich mir das leisten kann. Ich habe ganz, ganz bedacht eingekauft. Ich kaufe auch mittlerweile, also ich kaufe wirklich nichts, nicht im Sale fast ein. Ich habe jetzt eine Love Palette, die ich euch unbedingt zeigen muss und habe viele Items, die ich jetzt praktisch schon lange, lange Zeit auf meiner Liste habe, aber einfach im Sale dann abwarte. Bei Beauty Bay lohnt sich das definitiv, auf den 30% Sale zu warten und das habe ich jetzt hiermit auch getan. Und damit ihr nicht länger warten müsst, zeige ich euch, was ich eingekauft habe. Meine Lieben, wir fangen jetzt mal an mit der Cosmetic for Less Bestellung. Bei Cosmetic for Less könnt ihr wirklich super easy einkaufen. Ihr könnt per PayPal einkaufen. Ich glaube, Amazon Payment geht da nicht. Das mache ich mal bei Revolution London. Aber ihr habt wirklich eine so tolle Möglichkeit, da wirklich tolle Items zu finden. Und die hatten eine neue Love Evotion Palette. Evotion Palette. Und zwar ist es die Extended Paradise Palette. Leute, die ist so hochwertig. Die ist hochwertiger wie meine Jeffree Star Thirsty Palette. Das will ich nur mal gesagt haben. Die Blumen, könnt ihr das sehen, die sind so leicht ausgeprägt. Und zwar, wenn ihr da drüber fasst, ist es total geil vom Dings. Und zwar, da steht drauf, Office, sorry, I'm at vacations. Total süß, ich mache das allerdings weg. Und schaut mal, was für tolle Farben da drin sind. Ich habe die gesehen, dass die online gekommen ist und ich werde die aber leider nicht für euch swatchen. Ich werde eine separate Review darüber machen. Ich wollte jetzt auch, wie gesagt, diese Woche mal noch mal raushauen. Es ist ja jetzt Freitag. Ich habe offiziell gestern meine Weisheitszähne rausbekommen. Das heißt, ich kann leider nicht, denke ich mal, mindestens eine Woche nicht drehen, weil ich halt wirklich aussehen werde wie ein Hamster. Und ich weiß auch nicht, wie es von den Schmerzen aussieht. Also wir fahren jetzt zum Beispiel auch nach Österreich, den kleinen Krisch abholen. Also den kleinen, dieses kleine Monsterchen hier. Er ist soweit, um zu uns zu ziehen. Ich bin auch sehr, sehr aufgeregt, muss ich sagen. Ich drehe dieses Video aktuell am Dienstag und habe jetzt praktisch meine ganzen Bestellungen bekommen. Und habe jetzt wirklich mir Gedanken gemacht, wie ich nächste Woche überbrücken kann. Ich habe leider keine Backup-Videos, weil ich ehrlich gesagt auch durchs Arbeiten nicht dazu gekommen bin. Seht es mir bitte nach, dass wenn ich wieder einigermaßen fit bin und einigermaßen die Fresse wieder abgeschwollen ist, dass ich definitiv, also ich maximal werde ich für euch meinen Colourpop-Haul abdrehen, weil ich habe jetzt bei Colourpop ziemlich coole Sachen bestellt. Ehrlich gesagt nicht viel, aber so für knapp, ich glaube so 15 Items sind das, glaube ich, weil das so kleine Lippis sind und so. Und da werde ich maximal den Haul abdrehen und ich hoffe, dass ich irgendwie meine Backe schmaler konturiert kriege, weil die wird, denke ich, ordentlich anschwillen. Ich habe hier, seht ihr hier vorne, Zähne, die sich mittlerweile verkeilen, weil die Weisheitszähne einfach von hinten durchpressen. Das ist natürlich nicht so toll, Leute. Aber umso toller ist diese Palette. Also ich fand, ich habe so ein bisschen verpasst, diese eine, diese LEs, diese Acid Brights und Rose Gold Paletten und so. Das hat mich ziemlich geärgert. Deswegen habe ich mich so umso mehr gefreut, dass ich ähnliche Farben, das sind halt so ganz tolle Glitzertopfer. Glitzertopfer. Also Jenny, jetzt aufwachen. Guten Morgen. Und hier sind auch diese Farbe Hibiskus. Seht ihr die? Oh mein Gott, die ist so schön. Und da wird es also dann definitiv eine Review zu geben. Die findet ihr, wie gesagt, jetzt momentan. Ich habe sie nur bei Cosmetic for Less gesehen. Ich habe nämlich eine E-Mail bekommen für die neuesten Neuheiten und da war die dabei. Und diese Palette ist so schön, Leute. Ich habe keine so eine große Laufpalette. Ich habe noch so eine Iversity, die ich von der lieben Heidi bekommen habe. Die wird auch ziemlich genutzt, muss ich sagen. Das ist meine Neutral-Glitzer-Palette. Wenn ich habe mal wirklich
keine großen Ideen habt. Heute zum Beispiel den Lip Topper, muss ich euch gleich zeigen, ist der Hammer, sag ich euch. Und auf jeden Fall die Palette, ich liebe sie. Also ich versuche es euch nochmal ganz, ganz im Close. Also ihr könnt wirklich mit dieser Palette komplett einen ganzen Look schminken. Selbstverständlich ist dieser Look nichts für Anfänger und auch nichts für Leute, die keinen Bock auf Farbe haben. Aber dann wären sie hier eh falsch. Also diese Palette hat mich jetzt 19,99 € gekostet. Ja, es ist ein bisschen mehr Geld wie sonst. Aber muss euch sagen, ich finde diese Verarbeitung jeden Cent wert. Und ich habe eigentlich sehr, sehr gute Erfahrungen mit Love-Paletten. Sie ähnelt ein bisschen so der Festival-Palette von BH Cosmetics, die übrigens der Shit ist, sage ich euch. Und dann habe ich noch zu meiner Bestellung dazu bekommen von Leni Lashes eine spezielle Wimpernaufbewahrungsbox mit so einem Spiegel. Die gab es jetzt irgendwie ab 20 € Bestellung dazu. Und jetzt kommt sozusagen das Highlight dieser Bestellung eigentlich. Das muss man wissen. Und zwar können wir mal bitte über diese Highlighter-Palette sprechen. Das ist die I Heart Revolution Rose Gold Glow Palette. Contains 2 Highlighting Powders. Leute, diese Highlighting-Puder sind das krasseste, was ich je eingekauft habe. Ich habe wirklich einige Kosmetikprodukte. Und Leute, die jetzt schon länger auf meinem Kanal rumschleichen, wissen ganz genau, dass praktisch jeder Trend eigentlich hier nicht an mir vorbeilaufen kann. Ich werde definitiv Sachen kaufen, die mir gefallen. Aber ich habe noch nie so nasse Highlighter gesehen. Ich habe den jetzt aufgetragen und zwar, ich habe diesen goldenen, ich guck mal, dieser goldene habe ich jetzt praktisch komplett hochgetragen und diesen rosanen, der ist etwas heller, habe ich jetzt ins Zentrum aufgetragen. Leute, unfassbar schöne Palette. Also der absolute Hammer, sage ich euch. So ein Wet-Look habe ich ewig nicht mehr gehabt. Das ist einfach unnormal schön und ist eine absolute Kaufempfehlung. Ich glaube, der hat, gerade mal 7,99 € gekostet. Lasst mich vielleicht 8,99 €. Und jetzt kommen wir auch direkt zu meiner Beauty-Bestellung. Wie gesagt, es gab da einen riesen Sale. Das war unnormal. Also es gab da diesen sogenannten Summer-Heat-Sale. Das ist praktisch einfach so eine Aktion gewesen, die jetzt mal ganz kurz angesagt war. Die läuft dann so ein paar Tage. Da sind ausgewählte Items dabei gewesen und da waren auch übelst viele Jeffree Star Produkte dabei. Und was ich natürlich da eingekauft habe, seht ihr jetzt. Ich habe hier ein paar Items eingekauft. Das sieht immer so wenig aus. Kostet aber ein Schweinegeld. Und fange jetzt mal an mit dem Lip Topper, den ich jetzt auf meinen Lippen habe. Und zwar ist das dieser hier. Meine Nachbarn räumen gerade oben um. Meine Güte. Ist das dieser Jeffree Star Topper in der Kollaboration mit Jouer zusammen. Und zwar ist das hier, seht ihr diese Verpackung, die ist so richtig geil, pink, gold, steht Jeffree Star drauf. Der wird auch definitiv behalten, weil ich den unnormal schön finde. Und da ist auch sein Emblem drauf. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Sein Emblem, genau. Und das ist dieses Teil hier. Es ist der Hammer, Leute. Ich habe das jetzt aufgetragen. Ich habe jetzt hier an den Rändern, habe ich jetzt einfach einen Lip Liner aufgetragen. Und habt nur, ich versuche es euch mal zu zeigen. Ganz krass, das Zeug. Es ist ein so toller, pinkner, rosa. Das ist, ich habe erst gedacht, der ist zu pink. Ja, also ich habe wirklich gedacht, der ist mir irgendwie zu pink. Aber seht ihr, wie wunderschön das aussieht, wenn ihr praktisch, ich habe jetzt einfach praktisch nur hier so, und ich habe übrigens ein bisschen Haare geschnitten, weil die waren so kaputt an den Rändern. Katastrophe. Ich habe hier praktisch ein bisschen dunklen Lippenstift so aufgetragen an den Rändern und habe das einfach in die Mitte gegeben. Leute, der Hammer, sage ich euch. Also ich habe so krass. Ich habe übrigens auf meiner Haut gerade die Urban Decay All Nighter Foundation in der Farbe 5.0. So eine schöne Foundation. Unfassbar. Also ich mag meine willige Matte und Poreless auch, aber die da habe ich jetzt seit 6 Stunden drauf, Leute. Da kommt kein Stück Öl durch. Das ist der Hammer. Also ich bin sehr, sehr fasziniert. Ihr müsst natürlich ein bisschen aufpassen mit der Color Range. Also wenn ihr zum Beispiel jetzt hier so ein bisschen zu dunkle kauft, dann dunkelt ihr euch ein ganzes Stück nach. Deswegen dieses Packaging, also das ist jetzt auch aus meinem letzten Douglas Haul sehr, sehr schön. Über dieses Gesicht trage ich das Ambient Light Powder von Hourglass. Und Leute, ich habe nichts abgepudert, gell, gar nichts. Das ist so ein schöner Effekt. Ich war heute beim Friseur und habe praktisch meine Haare, ich habe die gefärbt selber, weil ich gebe dafür eigentlich kein Geld im Friseur aus, weil mir das ehrlich gesagt ein bisschen zu viel Geld ist teilweise für die Haare strähnen. Ich habe halt leicht immer so ein paar graue Haare, die decke ich mir dann selber ab mit so einer blau-schwarzen Tönung aus dem, Färbung aus dem Rossmann oder so. Und dann habe ich sie mir jetzt nur begradigen lassen, halt so Spitzen schneiden.
Und die hat mich heute total auf meine Haut angesprochen. Die hat gleich gesagt: Oh mein Gott, das ist so krass, wie du aussiehst. Was hast du gemacht? Und das ist dieses Hourglass Powder. Das sage ich euch 100%. Das ist so ein krasses Filterpuder. Ich habe mir das jetzt übrigens auch in der dunkleren Farbe gekauft. Also nicht dunkler, sondern in der Farbe Dim Light. Weil das Dim Light könnt ihr dann auch über den Bronzer auftragen. Das Dim Light ist jetzt nicht zu dunkel, aber es hat so ein bisschen goldigeren Ton. Ich denke, wenn ich ein bisschen dunkler bin, ich habe jetzt schon richtig, seht ihr, das richtig Farbe abgekriegt. Auf jeden Fall. Dieses Ding ist eine absolute Kaufempfehlung, richtig geil. Ich habe aber auch noch einen zweiten gekauft. Und zwar habe ich noch einen zweiten Lip Topper, der heißt Sweethearts. Und das ist im Prinzip, ich hoffe, dass es anzoomt euch. Yes. Oh, der zoomt heute mal wieder bombig. Ah, da. Genau. Also das ist wie gesagt die Farbe Sweethearts. Und Sweethearts war von der, also von Valentinstag eigentlich eine LE. Und Leute. Ich bin echt schockverliebt. Also schaut mal bitte dieses Teil an. Also ich swatche euch das mal, weil ich kann es jetzt natürlich nicht drüber tragen. Das ist ein so schönes, sattes Anna Nicole Red. Also es ist total krass. Seht ihr das? Ich hoffe, dass ihr das echt erkennen könnt, wie wunderschön der ist. Die sind super stark von der Pigmentierung her, was ich gar nicht gedacht hätte. Was ich interessant finde allerdings, ist, dass da hier so eine Einkerbung ist irgendwie. Also hier an der Verpackung, seht ihr das? Da ist wie so eine Art Schienenführung drin. Seht ihr das? Ich kann aber gar nicht wissen, für was das ehrlich gesagt ist. Vielleicht steckt man die auch so zusammen und die bleiben dann zusammen. Auf jeden Fall sind das die ersten zwei Jouer-Produkte, die ich gekauft habe. Und ich muss sagen, der Hammer, Leute, Hammer. Ich kann euch mal ganz grob sagen, was ich für die bezahlt habe, damit ihr in etwa wisst. Ich habe für den Longwear Topper 10,50 € bezahlt. Also für beide 10,50 €. Ich schreibe die Sachen ansonsten euch unten rein, damit ihr ungefähr wisst. Aber wunderschöne Verpackung, die wird auf jeden Fall behalten. Dann habe ich mir von Dose of Colors meinen ersten Gloss gekauft, weil ich stehe gerade eh auf Glosse. Ich hoffe, die Farbe, ich was ist, da steht, die Lippenfarbe hat gekostet 12,60 €. Ihr müsst jetzt praktisch immer rechnen, dass da 30% mehr kommt. Die kosten so 16 €. Ist mir auch ein bisschen viel Geld, muss ich sagen. Aber diese Farbe, die, also das ist die Farbe On Repeat. Also ihr kennt ja Dose of Colors, ja. Also das ist so eine ganz schlichte Verpackung. Ich finde auch, dass sie den Jeffreys sehr ähnlich sind. Im Prinzip sind das eins zu eins die gleichen, wie ihr seht, ja. Nur dass halt er anders verpackt. Das ist einfach so. Und diese Glosse sollen super sein. Also ich habe nur positive Sachen gehört. Oh wow, die riechen auch geil. Das ist einfach so ein ganz normaler nudiger Gloss. Ich weiß, dass viele sich nicht für Glosse also beeindrucken in der Preiskategorie, aber ich muss euch sagen, Lippenprodukte in höherpreisigen Kategorien sind teilweise wirklich zu 99% die besseren. Also die einzigen, wo ich sagen muss, die sind mega, mega schön, sind diese da. Ich zeige euch die. Das sind diese Matte Coutures von Rival de Loop Young. Also das Rival de Loop, da muss ich sagen, da habe ich wirklich jeden doppelt, weil das halt so meine Alltagsfarbe ist, weil der eine sieht halt aus, ich glaube, der heißt Backstage, der sieht aus wie der von Calabasas, also von Jeffrey. Und deswegen muss ich sagen, bin ich obsessed von diesen Farben. Dann habe ich nochmal zwei Lippenprodukte mitgenommen. Und zwar. Sind das die einzigen? Ja. Ach so, dann habe ich hier noch übrigens von Leni Brush, habe ich noch so eine Packing Brush bekommen. Einfach zu meiner, zu einfach bei der Cosmetic for Less Bestellung war das jetzt einfach dabei. Die werde ich bestimmt gebrauchen können. Und dann habe ich praktisch mir einen Lip Ammunition und einen Liquid Lipstick mitgenommen. Und zwar ist das, glaube ich, von der Blood Sugar Reihe. Das ist nämlich so ein richtig, also das ist von dieser Valentine's-Reihe, wo meine Blood Sugar Palette herkommt. Das ist die Farbe Romeo und ich liebe dem, seine Untertöne sind abartig. Der hat so geile Lippenprodukte. Diese Farbe ist absolut, das ist nicht zu rosa, aber auch nicht zu pink. Und wenn ihr einen geilen Lip Liner drunter setzt und dann am besten noch diesen Topper drüber, einfach geil. Also mir gefällt der richtig gut. Und dann habe ich mir aus derselben Reihe den Calabasas, also praktisch den Liquid Lipstick, in Lippenstiftform geholt. Und zwar, weil ich halt mir dachte, ich habe von den Lip Ammunitions mal einen einzigen gehabt. Der hat mir aber nicht so 100% gefallen. Habe aber jetzt gesagt, den Calabasas, den teste ich aus.
Der hat so eine tolle Verpackung. Der hat immer so eine Pistole, also wie nennt man das? Patronenpistole-Dings. Und der hat die Farbe Calabasas rausgebracht als Lippenstift. Das sind eher trockene Formulierungen, Leute. Das sind keine cremigen Lippenstifte. Aber seht ihr, wie krass die Farbe ist? Das ist ein wunderschöner Lippenstift. Ich swatche euch mal den Calabasas als Liquid Lipstick daneben. Es ist nochmal ein leichter Unterton, aber ihr müsst praktisch warten, bis es durchtrocknet. Also das ist jetzt praktisch der Liquid und das ist der Lippenstift. Der Lippenstift ist halt komplett matt, aber gefällt mir wahnsinnig gut. Ich wollte halt, wie gesagt, den als Lippenstift haben, weil als Liquid Lipstick, manchmal, da hat man ja nicht doch immer so Bock drauf. Und dann habe ich noch von den Morphe Highlightern, die High Impact, habe ich zwei Farben nochmal. Und zwar Mirage und Spark. Ich habe jetzt gerade gedacht, ich habe dieselben, oh Gott. Ich habe ja einen davon und ich habe ja, ich zeige euch mal, wie der schon mittlerweile aussieht. Richtig krass. Also ich bin gerade so begeistert von dem. Und zwar, ich habe hier den High Impact Highlighter in der Farbe Extra. Und schaut mal, wie der bitte aussieht. Also der ist so, da ist schon eine richtige Kuhle drin. Das ist übrigens genauso ein Blinding Highlighter wie das, nur dass das halt mal eben ein Highlighter ist für 8,99. Dann habe ich hier noch die Farbe Mirage. Also den habe ich als Highlighter mir gekauft, als Bronzer-Topper. Auch eine sehr schöne Farbe. Ultra pigmentiert, schaut euch das an. Also das ist jetzt eher so ein Topper, den ich über meinen Bronzer drüber gebe, weil das sind schon krasse Highlighter, geht, das ist schon heftig. Und dann habe ich mir noch geholt die Farbe Spark. Die müsste eher so ein bisschen Rose Gold sein. Ich finde halt immer Bildershopping sehr anstrengend. Aber auf jeden Fall, ich habe hier immer eine Tüte hängen. Die ist immer voll, wenn ich. Ah, und hier habe ich praktisch einen anderen Highlighter in der Farbe Spark. Und die haben gekostet 16 Euro, weil die haben keine 30% gehabt. Hallo. Ey, Leute. Dieser Name Spark hat Programm. Also. Das werden definitiv. Also, die Morphe Highlighter muss ich wirklich empfehlen. Die sind wirklich irre. Also, die sind irre von der Pigmentierung her. Und die Liquid Lipsticks von Jeffree Star, das sind halt auch solche Sachen, die ich halt unnormal finde, ja. Dann habe ich aus einer. Ich habe jetzt schon so oft gehört, dass diese Jouer. Also, die Packung ist auch wunderschön. Diese Blush-Dinger richtig, richtig toll sein sollen. Und zwar habe ich. Ich liebe eigentlich Blush. Ich liebe Blush total. Also, ich bin auch eine, die wirklich jeden Tag Blush trägt. Jetzt heute zum Beispiel habe ich einen ganz, ganz seichten drauf und zwar aus der Natural Face Palette von Too Faced und habe jetzt mir die Farbe Coquette mitgenommen, weil ich den echt schön finde und ich habe jetzt auch gesagt gehabt, ich möchte, ich habe ihn mir allerdings etwas größer vorgestellt, das muss ich wirklich dazu sagen. Ich gehe mal hier in die Farbe rein. Okay. Wow. Also, das muss ich halt auch dazu sagen. Also, es gibt für mich. Seht ihr das, wie krass Farbe das abgibt? Oh, okay. Blenden. Blenden. So, also, wow. Also, wenn ich so gucke, ich gucke ja hier gerade in den Spiegel. Diese Farbe ist ultra schön. Also, ich weiß jetzt nicht natürlich, wie das hier rauskommt. Das kommt wahrscheinlich wie so ein Flush of Color, aber heute mit der passenden Lippenfarbe passt es. Ich finde, so High-End Blush ist wirklich mit Abstand am besten. Ich habe natürlich auch von BH Cosmetics welche. Die sind schön, aber ich kann euch diese kleinen Nuancen an Unterschied kaum beschreiben. Es ist einfach so, dass sie sich leichter verblenden lassen. Sie sind super langanhaltend. Ich zeige euch mal. Jetzt muss ich gerade nur mal schauen, wo ich sie wieder hingeschmissen habe. Und zwar meine Blush-Palette von. Ah, hier. Ich habe ja von Tarte eine Blush-Palette zum Beispiel. Das ist das Blush-Book und zwar in einem so einem Compact, ja. Und dann habe ich noch, jetzt, ich muss immer schauen, wo ich es wieder hingekickt habe, weil ich habe immer so viel Kram, was übereinander liegt. Da muss ich jetzt mal, also ja, irgendwo liegt es hier, that's for sure. Habe ich so ein, glaubt ihr das? Ich suche das jetzt. Natürlich auch nicht finden, wenn es nicht bei meinen Lidschatten ist, sondern in meiner Puderschublade. Und zwar habt ihr das ja schon öfters gesehen. Das ist das Bliss Blush Set, was ich immer benutze.
Das könnt ihr zur Weihnachtszeit zum Beispiel Richtung Ende, also Ende Dezember, Anfang Januar, macht Target immer so einen großen Sale. Und da muss ich sagen, da gefallen mir diese Sales unnormal, weil ich habe für diese Blush-Palette gerade mal 20 € bezahlt, Leute. Und ich kann euch sagen, das ist mit Abstand die krass benutzteste Blush-Palette mit der anderen zusammen. Und ich könnte mir jetzt auch ehrlich gesagt nichts vorstellen, was ich jetzt lieber benutzen würde. Kann mir aber vorstellen, dass dieser Jouer, also allein dieser Mauve-Ton, der sieht unnormal schön auf der Haut aus. Es ist halt immer ein hellerer dabei, der gibt dann halt wirklich nur so einen leichten Flush of Color. Ich hoffe, dass der auch nicht zu hell ist, aber eigentlich denke ich eigentlich nicht. Also man sieht ihn auf meiner Haut auf jeden Fall. Das ist hier der. Aber er wird natürlich nicht so krass rauskommen wie dieser dunklere. Aber gefällt mir sehr, sehr gut. Wie gesagt, nochmal zu den ganzen, also High-End und teure oder günstigere Kosmetik. Also ich habe hier diese Foundation und diese Foundation zum Beispiel. Diese ist super langanhaltend. Leute, ich habe 6 Stunden mein Make-up. Guck mal, wie ich aussehe. Total krass. Und diese zum Beispiel, es kommt, ihr braucht manchmal für so ein bisschen günstigere Sachen etwas mehr Arbeit. Also zum Einarbeiten und so. Aber zum Beispiel Lippenprodukte. Muss ich sagen, wenn ich jetzt hier hochgucke, habe ich wirklich halb-halb, also halb teuer, halb günstig. Von Colourpop vieles, von Avon und von Kiko zum Beispiel habe ich unnormal viele Sachen. Habe aber zum Beispiel auch Too Faced und knapp 30 Jeffree Star Liquid Lipsticks und muss euch echt sagen, diese sind der Hammer. Wenn ich safe irgendwo hingehe und weiß, okay, ich brauche jetzt halt so ein geiles Rot und das muss richtig lang heben, dann bin ich eher nicht dazu geneigt, einen günstigen Lippenstift zu nehmen, weil ich weiß, dass der einfach nicht so performt wie diese High-End. Es ist einfach so. Ich halte das aber auf meinem Kanal komplett transparent. Also ihr seht, dass ich halt wirklich nur günstig einkaufe, wenn ich die wirklich rabattiert bekomme. Aber zum Beispiel, was auch eine große Liebe ist, ist diese Born to Run Palette. Ich habe die jetzt so oft in der Hand und benutze daraus Farben. Natürlich muss nicht jeder so, so viele Kosmetiksachen besitzen, wie ich es tue. Aber es ist einfach so, so schön. Also wenn ihr Sachen in die Hand bekommt zum Auspacken, Hauls sind meine liebsten für Sachen zum Abdrehen, das könnt ihr euch vorstellen. Und dann habe ich hier zum Testen, weil ich wirklich noch keine einzige Palette von Dose of Colors habe, habe ich mir die Blushing Berries Palette mitgenommen, weil ich trage sehr viel meinen Lippenstift Calabasas. Das wisst ihr ja mittlerweile. Und da ist jetzt eine Folie drüber. Oh, I like it. Super schönes Packaging. Oh mein Gott, das ist wie bei uns im Auto. Also mein Mann fährt ja einen Daimler und wir haben einen so eine komische Beschichtung da drauf. Das geht mir richtig auf den Sack. Also das wäre so ein Ding, was bei mir. Also diese Brushes oder was das sind. Ja, der fühlt sich jetzt nicht mal so, so, so beschissen an. Also den behalte ich mal. Und das sind praktisch die Farben. Ich trage ja sehr viel diesen Lippenstift Calabasas. Leute, 90% meiner Looks am Alltag habe ich immer diesen Lippenstift drauf. Immer. Ich habe auch von dem hier ein Backup. Und deswegen denke ich, dass es sich sehr gut treffen wird. Vor allen Dingen, ich habe super, super Reviews gesehen über gerade über diese. Ich hätte auch gerne noch Sassy Sienna und diese Bronzed Baked irgendwas. Also es gibt noch weil so eins mit so einem Aprikot und dann so Brauntönen. Aber ich habe mich jetzt für die entschieden. Ich will die definitiv komplett durchprobieren. Und ich bin sehr gespannt, weil ich habe zum Beispiel einen Look gesehen, der war so geil von einer Roxette Arisa. Sie hat diesen Ton in der Crease benutzt und dann das Schwarz über ihrem ganzen Lid. Das sah abartig geil aus. Und dann packe ich so einen geilen Gloss. Oh, obsessed. Also das wird definitiv 100% eigentlich eins meiner Lieblinge. Und dann habe ich mir eins der Anastasia Beverly Hills Blush Trios mitgenommen. Die haben gekostet, ich glaube, statt 30, ich glaube nur 21 oder so. Und es ist ein ganz, ganz tolles Packaging. Seht ihr das? Es sind so holographische Dinger drauf. Und das habe ich mir auch in so einem Berry Amour heißt das. Das ist praktisch auch so ein Duo, so ein Trio. Sorry, das ist ein Trio, wo ihr praktisch. Ich habe mir das ebenfalls größer vorgestellt. Ich weiß nicht, warum ich mir. Also, ich finde das immer so blöd. Also, wenn ihr jetzt seht, ich müsste jetzt in eine Farbe gehen, dann wisst ihr, dann muss ich ja so ein schmales Ding nehmen, so eine Brush oder so. Also, da bin ich mir noch nicht so sicher. Also, ich mische ansonsten ein bisschen. Also, das war auf jeden Fall auch ein tolles Item. Ich bin sehr, sehr, sehr happy über meine Bestellungen, weil ich habe, wie gesagt, dieses Mal sehr.
Es hat sich natürlich von der Menge her, was man kauft, oft nichts verändert, weil Leute, also ich habe so viele Freundinnen, das ist so schlimm, die taggen mich dann immer. Oh, Jenny, guck mal, Rabatte, Rabatte. Und man kann halt nur sparen, indem man Geld ausgibt. Das hat mein Vater schon immer früher gesagt. Und ich glaube, ich habe dieses Kaufverhalten einfach mal falsch verstanden. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Haul-Videos euch echt Spaß machen, weil diese Begeisterung, die ich einfach dafür habe, die ist so echt, die ist 1000% echt. Und ich liebe einfach erst neue Sachen auszuprobieren. Wie gesagt, ich habe jetzt hier zum Beispiel mal Produkte gekauft wie die Morphe Highlighter, wo ich schon getestet habe und 100% weiß, dass sie mir gefallen. Und ich hoffe, wie gesagt, dass diese Videos euch Spaß machen. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder, meine Lieben. Und bitte denkt ganz doll am Donnerstag, beziehungsweise denkt daran heute, dass ihr gestern an mich gedacht habt, weil ich die Weisheitszähne rausbekomme. Und folgt mir sehr, sehr gerne auf Instagram unter Jenny What Else YouTube. Ich blende das hier unten nochmal ein. Dann könnt ihr auch, ich werde auf jeden Fall Bilder posten und auch mal live online kommen und euch zeigen, wie diese OP war. Also ich glaube, das ist etwas, was ich definitiv schlimm finden werde. Und wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video wieder. Wahrscheinlich ein Haul-Video. Und wir sehen uns dann bald. Ciao!